Eine Woche voller Tennis und Spaß und Sport, vor allem Spaß am Sport. Auch dieses Jahr veranstaltet der BTTC Grün-Weiß sein alljährliches Ostercamp. Von Ostermontag bis zum folgenden Freitag, also in der zweiten Ferienwoche, haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, mit Freunden zu trainieren, zu spielen und eine Menge Spaß zu haben. Also wir sind jetzt hier gerade wieder auf der Anlage vom BTTC Grün-Weiß. Im Hintergrund sehen Sie das aktuelle Ostertenniscamp, was wir hier durchführen. Richtet sich an die Kinder oder eine Altersstruktur für Kinder von 4 bis 16 Jahre. Es ist sportlicher Spaß und Spiel in den Schulferien. Doch bevor das Ostercamp am Mittwochmorgen an den dritten Tag startet, steht natürlich erst einmal das Aufwärmen auf dem Programm. Dazu joggen die Trainer und Teilnehmer in den Lilienpark nahe dem Clubgelände, wo verschiedene Sprint- und Aufwärmübungen absolviert werden. Nachdem der Kreislauf nun in Schwung gebracht war, ging es dann auch richtig los mit dem Tennisspielen. Unterteilt in kleine Gruppen gab es intensives Techniktraining, welches auf das Leistungs- und Altersniveau der verschiedenen Gruppen angepasst war. Ja, ich habe hier meine 6 Mädels, die spielen alle schon ein bisschen Tennis. Noch nicht super lange, aber es geht jetzt langsam in die Richtung, dass sie Punkte spielen sollen. Das ist hier, machen wir ein paar Übungen dafür. Also wir sind hier im Tenniscamp, weil es echt Spaß macht und man lernt auch viele neue Freunde kennen. Und hier sind auch die Trainer alle lustig und cool und deshalb machen auch die Tennisstunden dann wirklich Spaß. Mitmachen kann hier übrigens jeder, auch Schüler ohne Vereinsmitgliedschaft, die sich in den Ferien sportlich betätigen wollen, sind bei den Trainingscamps des BTTC Grün-Weiß herzlich willkommen. Nach dem Training am Vormittag gibt es um 11:30 dann ein leckeres Mittagessen. Eine Stunde Mittagspause wird dann neben dem Essen ebenso zum Spielen, Klettern und Kickern genutzt. Wir sind beide 9 Jahre alt und spielen beide seit 2 Jahren Tennis hier im BTTC und es macht uns sehr viel Spaß. Wir wollen später mal in Mannschaften spielen und viele Turniere gewinnen. Deshalb sind wir hier und trainieren fleißig. Auch nach der Pause geht es erstmal spielerisch weiter. Ja, und nach der Mittagspause werden andere Sportarten gespielt, zum Beispiel Hockey, Fußball im Hintergrund. Wir versuchen einfach so eine gewisse Abwechslung noch mit reinzukriegen, neben dem Tennis, dass die Kinder auch noch andere Ballsportarten lernen, sind da breit gefächert. Am wichtigsten ist für uns, dass sie Spaß haben, viel rumrennen, viel Sport machen, Tennis lernen, aber auch Spaß an anderen Sportarten bekommen. Am Ende des Tages wird dann noch einmal trainiert und es werden Tennis-Matches gespielt. Eine Vorbereitung für das große Camp-Turnier am letzten Camp-Tag. Am letzten Tag, also am Freitag, findet ein Turnier statt in den jeweiligen Gruppen. Da werden Preise wie zum Beispiel kleine Überraschungen, Pokale und Urkunden dann an die Preisträger ausgeteilt. Hier können die Spielerinnen und Spieler dann also zeigen, was sie in der Woche alles gelernt haben und mit etwas Glück auch noch Preise und Urkunden als Andenken mit nach Hause nehmen. Übrigens, demnächst stehen bereits die nächsten Tenniscamps des BTTC Grün-Weiß an. Vom 24. bis zum 28.06. und vom 29. Juli bis zum 2. August wird es auch bei den diesjährigen Sommercamps wieder eine Woche voller Tennis und Spaß am Sport geben.